Malonga war vor einem Jahr Mutter geworden. Das Kind musste sie bei Verwandten zurücklassen. Einen Mutter-Kind-Platz in einer anderen JVA hatte sie nicht bekommen. Auf einem Internet-Live-Video bei Instagram war am Sonntagabend zu sehen, wie EWA Richtung JVA fuhr. Laut Medienberichten betrat sie die Anstalt um 20.59 Uhr. Wie ein Sprecher der JVA sagte, gibt es für die inhaftierten Frauen Regelbesuche in einem Sammelraum, zu denen gegebenenfalls auch Kinder mitgebracht werden können. Die Zahl der Besuche sei begrenzt. Nach einer Prüfung könnten dann auch Langzeitbesuche arrangiert werden, bei denen Mütter und ihre Kinder sich in einem gesonderten Raum für bis zu 2 Stunden oder länger treffen. Schwester EWA hatte vergeblich auf Mutter-Kind-Platz gehofft. Schwester EWA hatte ursprünglich auf einen Platz in der JVA Fröndenberg ebenfalls in Nordrhein-Westfalen gehofft, wo Mütter mit ihren Kindern untergebracht werden können. Das hatte die JVA nach EWAs Angaben abgelehnt, was sie in den sozialen Medien bis zuletzt kritisierte. Die Sängerin, die früher selbst als Prostituierte gearbeitet hat, war bereits 2017 in Frankfurt, Main zu 2,5 Jahren Haft verurteilt worden. Der Bundesgerichtshof hatte das Urteil später bestätigt, Tag 24 berichtete. Sie hatte laut Anklage mit jungen Fans mehrere Prostitutionsreisen unternommen. Verurteilt wurde sie wegen mehrfacher Körperverletzung und Steuerhinterziehung. 8 Monate, die sie bereits in Untersuchungshaft saß, werden auf ihre Haftstrafe angerechnet.